Hallo und herzlich willkommen zurück zu Endzone. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen weiter auf unserer Tutorial-Seed-Karte, aber ohne Tutorial. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen. Das Wichtigste ist Wasser und Nahrung. Da sind wir auf einem guten Weg. Zumindest hoffe ich, dass wir noch die Kurve kriegen hier. Denn im Moment sieht es gerade ein bisschen schwierig aus. Wir hätten hier 23 Ertrag im Moment verfügbar. Ich werde die aktuelle Ernte mal einholen. Hier haben wir 2, das lohnt sich echt nicht. Aber da müssen wir eventuell schnell dran, denn die Fischerhütte ist noch nicht fertig. Darum gehe ich jetzt hier auch mal auf die hohe Priorität, dass das zunächst gebaut wird. Bevor hier noch der Fallensteller oder die Jagdhütte gebaut wird. So, aber der zweite, Recycler ist fertig. Ich muss mir noch an die Namen der Gebäude gewöhnen. Da kommt jetzt auch einer rein und die stellen jetzt keinen Stoff her, sondern Plastik brauchen wir, glaube ich, zuerst mal. Und dann brauchen wir jetzt auch einen Schneider. Und den stelle ich ganz stumpf jetzt hier neben. Erstmal. So, hier, hoppla, hier ist nichts mehr zu holen. Das heißt, diese Zone können wir woanders hinstellen. Zum Beispiel, hier ist noch jede Menge Krams. Ich will aber eigentlich gar nicht den Wald da haben. Das macht später eine Försterhütte. Wir machen hier mal lieber... Was ist das? Logistik? Wir löschen das mal kurz. So, dann ist es weg. Hier haben wir nämlich auch schon alles sammeln gemacht. Nee, nur Schrott, genau. Und davon machen wir noch einen. Unter Aufträge. Pflanzeneinsatz, das können wir natürlich auch... Das ist halt Nahrung, ne? Ja komm, sammelt doch mal die Pflanzen hier. So. Für mehr Nahrung. Genau, was wir jetzt brauchen. Warum ist jetzt hier... Ah, es ist kein Schrott mehr drin. Dann reißen wir das ab. Okay, da verschwindet's. Langsam. Versinkt es im Boden. Wir haben immer noch Obdachlose, noch 3 Stück. Eine Hütte kommt noch. Ich glaube nicht, dass das reicht, aber ich lasse das erstmal so. Dann ist halt mal einer obdachlos. Oh, hier muss jetzt natürlich einer arbeiten. Ich möchte direkt 2 Leute arbeiten haben. Weil Nahrung jetzt gerade so das Hauptproblem ist. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir nur noch einen Siedler, der nichts tut. Den machen wir jetzt zum Jäger. Und das Ding ist voll. Nee, was heißt das hier? Der Lagerplatz in diesem Gebäude wird knapp. Oh. Moment, wie viel passt denn hier rein? Hier steht was von 10.000. Inventar. Oh, 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 hier passt tatsächlich nicht so viel rein. Ich meine, ist ja super. Wasser haben wir dann wirklich genug scheinbar. Dann würde ich jetzt den hier beim Brunnen erstmal rausschmeißen und das Gebäude vielleicht... das mache ich lieber nicht. Ich weiß nicht, ob es... Ja, komm. Wir deaktivieren das Gebäude. Und der eine, der dann nichts zu tun hat, der kann dann hier Schneider werden. So, beziehungsweise so funktioniert die Rechnung scheinbar nicht. Wir haben ja noch Obdachlose. 2. Und Siedler ohne Wasser jetzt. Ja, das ist wieder... Das Lager ist bis zum Rand voll und wir haben kein Wasser. Und da, was ist da? Ja, jetzt macht keiner mehr hier. Das ist halt das Problem. Ich denke, wir brauchen dann erstmal nur einen Schneider vielleicht. So. Und dann ist auch gerade ein Kind erwachsen geworden. Jetzt sind wieder Leute da. Und jetzt ist das Lager voll. 2000 Wassereinheiten. Ja, passt auf, da machen wir es mal anders. Wir stellen hier wieder einen ein. Und wir werden 2 hier runternehmen. Das Gebäude natürlich auch wieder aktivieren. So, jetzt arbeitet also einer hier und nur noch einer hier am Brunnen. Dadurch haben wir wieder viele Leute, die frei sind. Und dann bauen wir jetzt noch auf jeden Fall die Hütten, weil ich möchte natürlich, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben. So. 1.
2. 1. 2. Jetzt ist hier ein Quadrat frei, weiß ich wohl. Baut jetzt halt auch keiner so wirklich die Straßen. So, was ist da das Problem? Benötigt Kräuter, Pilze oder Beeren. Das heißt, wir haben die Nahrung da schon weg. Dann verlegen wir das mal hierher. Und jetzt merken wir schon mit dem Wasser, es wird halt weniger. Weniger Leute heißt halt auch weniger Wasser. Ja, genau das. So, der Schreiner macht Halstücher. Der Schneider macht Halstücher. Ich denke, wir brauchen jetzt jemanden, der Holz besorgt. Wir haben schon wieder neue Kinder. Dadurch, dass jetzt Hütten da sind und Familien gegründet werden, wird es dann Zeit, für mehr Ressourcen zu sorgen. Und da hätten wir dann die Holzfällerhütte. Die baue ich jetzt hier genau gegenüber vom Jagdlager. Dann hat er nämlich gleich schon ordentlich Wald im Einflussbereich. Guck mal, direkt auch schon eine Arbeitskraft. Ach, ist schon eine für zugewiesen. Interessant. Wann habe ich das gemacht? Nee, ist gar nicht wahr. So, jetzt ist einer zugewiesen. Okay. Vielleicht noch einen zweiten Baumeister. Machen wir das mal. Dann geht es mit den Straßen und mit den letzten Gebäuden hier noch ein bisschen schneller. Ja, Wasser wird vielleicht doch ein bisschen zu knapp. Gefällt mir nicht so gut. Gehe ich hier nochmal wieder auf 2 und einen beim Brunnen. Also 3 Leute insgesamt. Jetzt haben wir schon 6 Kinder. So, da kommt jetzt die Ernte. Ertrag ist immer 100 Verpflegungen. Ist das dann pro Saison? Soll das pro Saison sein? Hier ist ja ein Tag immer eine Saison. Jetzt haben wir sonnig. Schwach kontaminierter Regen. Ist dann grün. Boden ist schön nass. Und Gott sei Dank nicht verstrahlt. Zumindest nicht bei uns. So. Okay. Die Hütten sind da. Jetzt ist niemand mehr ohne Unterkunft. Dafür haben wir jetzt Siedler ohne Schutzausrüstung. Das heißt, jetzt müssten wir hier eigentlich die Arbeitskraft erhöhen. Damit entsprechend viele Leute... Die Frage, haben wir dann genug Stoff oder sollen wir den zweiten auch noch Stoff sammeln lassen? Stoff herstellen lassen. Machen wir das erstmal. Gut, und bloß nicht zu schnell wachsen. Das haben wir beim letzten Mal falsch gemacht. Die Anzahl an Häusern, die muss jetzt erstmal reichen. Was soll da denn noch abgebaut werden? Da ist doch gar kein Marker mehr. Hier ist übrigens auch nichts mehr zu essen. Die gehen doch recht schnell aus, die Spots, oder? Nee, es sind keine Leute da. Das ist ein Unterschied. Wir haben keinen freien Siedler mehr. Aber wir brauchen jetzt nicht dauerhaft 2 Baumeister. Das war nur für die Zeit, wo wir viele Gebäude haben. Ansonsten machen die Baumeister ja auch Reparatur. Deswegen ist es sinnvoll, immer einen zu haben. Selbst wenn gerade nichts gebaut wird. Und ja, wenn man später... Brunnen sieht so trocken aus gerade. Steht ein Filter an? Nee. Dabei regnet es doch. Oder sieht das so aus bei kontaminiertem Regen dann? Das ist natürlich nicht schön. Sagen wir mal, wie es ist.
Ja gut. Eigentlich haben wir jetzt keine obdachlosen Siedler. Ich vermute, dass das hier wieder, dass diese Meldungen einfach stehen bleiben. Da habe ich noch keine Erklärung für, weil ja auch niedrige Nahrung momentan nicht mehr zutrifft, aber trotzdem noch da ist. Es blinkt ja sonst auch dann rot hier. Sieht eigentlich gerade im Moment ganz gut aus. So, 15 Erwachsene, 12 Kinder. 12 Kinder. Ja, dann wollen wir doch schon mal... Bauen wir noch einen Recycler. Wir haben gar nicht so viel Schrott. Wir müssen mehr Schrott sammeln. Das heißt, wir brauchen mal einen Schrottplatz. Tja, wo will man sowas jetzt hinstellen? Das passt überall nicht gut hin. Ich stelle ihn dorthin. Ich weiß, dass der jetzt weit raus ist, aber... Wir stellen dann gleich Schrottsammler ein. Hier können bis zu 15 Leute arbeiten. So, unsere Jagdhütte hat was zu tun noch, okay. Ja, die haben jetzt das Jagdgebiet verlassen, aber hier liegt halt noch Wildschweinfleisch. Und der soll mal lieber noch ein bisschen weiter rausgehen, so. Weil die Bäume hier oben, die machen wir dauerhaft weg, denn da kommen natürlich neue Hütten hin. Da muss nicht aufgeforstet werden. Hoppla. Da gibt es jetzt einen Auftrag für. Holz abbauen. Da. Weg damit. So, jetzt fehlt Schrott. Wir müssen, also ja... Ich nehme mal dieses Sammelding weg. Dann müssen wir Schrott sammeln. Hier ist ja noch so viel. Und dann lassen wir den Wald erstmal stehen. Und machen erstmal nur den Schrott weg. Damit wir genug bekommen hier für diesen... Hoppla, hier muss natürlich auch noch jemand arbeiten. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte natürlich hier, wenn ich hier Stoff sage, dann hätte ich, wenn ich wenig Stoff habe, eigentlich da eine Arbeitskraft mehr reinsetzen können. Ich mache jetzt hier Plastik und hier Metall. Und da kriegen wir eine Aufgabe. Die Bevölkerung soll vergrößern von 33 auf 47 Leute. Ja, ja, da gibt es zwar schöne Belohnungen, aber ich möchte es eigentlich gar nicht so schnell wachsen lassen. Die Probleme, die sich daraus ergeben, die haben wir alle schon erlebt. Deswegen mal lieber schön langsam. So, Schrott kommt jetzt langsam rein. Das heißt, das Ding wird langsam beliefert und kann dann auch gebaut werden. Na, jetzt ist es auch Holz, das fehlt. Ausgerechnet Holz, weil Holz haben wir auch wenig. Okay, wenn jetzt Schrott genug da ist, dann reißen wir das wieder ab und machen Holz abbauen. Wisst ihr was, wir machen hier alle Ressourcen abbauen, so. Zack, alles weg. Und jetzt haben wir schon wieder einen Siedler ohne Zuhause. So, und für den, damit es keine weiteren Familien gibt, müsste man jetzt halt eine normale Unterkunft bauen, so eine Zuflucht.
Die kostet natürlich auch wieder richtig viel. Und ich hoffe, dass die hier... Nein, die passt nicht rein. Doch, die passt rein. Passt genau rein. Ist ja perfekt. Ist ja... Nee, will ich aber andersrum haben. Das große Gebäude hier unten. So, da fehlen jetzt Ressourcen. Da müssen wir einfach... So, zwei Schrottsammler. Und das Gebiet zum Schrottsammeln... Ja, hier ist nur noch 40. Wir gehen mal direkt hier hin, weil hier haben wir... Ja. Da sind 1700 Schrott. Und für das bisschen, was hier noch ist... Jawohl, warte mal. Wir machen es anders. Wir wollen erstmal den Schrott aus der näheren Umgebung haben. Weil es ist ja auch näher. Verzeiht bitte. So, die Bäume fallen hier schnell, das sieht man. Hier war gerade der Wald noch bis zu den Häusern gebaut. Das ist jetzt vorbei. Jetzt wird's mit der Nahrung knapp, ne? Jetzt wird's mit der Nahrung knapp. Also, mehr Leute auf die Felder oder aber neues Feld. Ich würde sagen, wenn ich hier die Arbeitskraft erhöhe, ändert sich nicht der Verpflegungswert. Darum brauchen wir ein neues Feld. Kann es sein, dass gerade der Boden überall etwas trocken ist? Ja. Das ist so. Das ist aber blöd, dass das Overlay jetzt da ist, weil ich so auch nicht gut bauen kann. Okay. Das Feld kann noch gar nicht gebaut werden, da muss erstmal ein bisschen abgeholzt werden. Aber die Bäume fallen wirklich, das geht nur rucki-zucki hier. Und da Wasser wieder ein Problem wird, würde ich hier jetzt wieder 3 einstellen. Naja, Problem ist, es nimmt halt merklich ab, ne? Ich achte einfach ein bisschen drauf. Ich glaube, wir haben zu wenig Baumeister. Da kommen die Ressourcen rein. So, hier ist nichts mehr. Damit jetzt wieder Schrott reinkommt, müssen wir arbeiten. Machen wir einfach mal den Schrotthaufen hier oben weg. So, jetzt ist das Feld da. Und kann bepflanzt werden. Okay, Leute. So geht das ewig weiter. Jetzt ist die Zuflucht gleich fertig für alle, die keine Familien gründen sollen. Und da passen ja auch ein paar Leute rein. Hier immer nur 5. Und in die Zugflucht, jetzt warte ich nochmal drauf, dass die einmal fertig wird. Da passen 25 Leute rein. Da hat auf jeden Fall erstmal wieder jeder ein Dach über dem Kopf. Okay. Ja, das würde ich sagen, ist vom Baustil besser gelungen als der erste Durchlauf, also der allererste Durchlauf mit Tutorial. So würde ich künftig auch fortsetzen. Allerdings ist das hierhin angespielt und das hier auch gleichzeitig die letzte Folge. Ich denke, gezeigt habe ich euch einiges. Es gibt sicherlich noch viel zu entdecken. Wir hatten gerade mal Dürre als Event, da gibt es noch ja, ein paar mehr. Und ich weiß nicht, ob sowas wie Forschung noch kommt. Ich meine, es gibt Elektronik für Stromerzeugung, es gibt Gebäude, die Strom brauchen. Forschung kann ich jetzt leider noch keine Aussage zu treffen. Das müsste man schauen. Es gibt Produktionslimit, das ist vielleicht noch witzig oder wichtig auch. Man kann halt einstellen, wenn man jetzt hier Halstücher herstellt, ja, zum Beispiel sagt man 30 reichen, dann stellt man das runter, damit die nicht ewig arbeiten und den ganzen Stoff verbrutzeln. Für die Herstellung von Halstüchern, weil man den Stoff vielleicht noch woanders für braucht. Solche Sachen kann man also alle auch einstellen. Okay, so, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Das ist Endzone, A World Apart. Und ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es auf jeden Fall. Ich werde es definitiv nochmal wieder weiterspielen. Es wird ein Let's Play geben auch, denke ich.
wenn das Spiel dann noch ein bisschen weiterentwickelt ist. Und ja, wir werden uns hier an dieser Stelle also sicher wiedersehen, will ich sagen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.